Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Being You in Business. Deine Fragen. So, was ich merke, diese Being You-Kurse sind ja relativ neu. Viele von euch sind bei dem Buchclub dabei, vom Dr. Magic Dame here, so, der dieses Buch geschrieben hat. Und deswegen, das ist ein Buch, das ist wirklich magisch für sich. Zum einen, wenn du es liest, aber auch, auf welche Reise sich dieses Buch begibt. Und wenn du immer in der Frage bist, was ist sonst noch möglich, wie wird es noch besser? Buch sagt mir, wo möchtest du noch hin? Was möchtest du noch kreieren in der Welt? So sind die Being You-Kurse entstanden, die der Dane gibt. Und eben seit neuestem auch, also diese Eintageskurse gibt es schon länger, aber jetzt ganz, ganz neu sind die auch die 2,5-Tageskurse. Und mit der Nadja weiß ich, die sind im Business-Coaching und da sind ganz viele Coaches, wo ich merke, wo diese Programme sind, wo es darum geht, was du alles machen sollst, wie es richtig ist. Und ganz oft so, du musst dich fokussieren auf das. Und das ist richtig. Ich sage nicht, dass das falsch ist, dass man sich fokussiert. Ich möchte euch nur einzuladen, zu gucken, ist das alles wahr für euch? Wie oft geht man und sucht man nach dem Richtigen, nach so muss ich es machen? Ich suche nach Erfolg und dann schau, welchen Erfolg versuchst du für dich zu kreieren? Ist für dich Erfolg das Gleiche wie für die wir coachen? Ne? Was, wenn du für dich Fragen stellen kannst, für dich schauen kannst, hey, und du selber bist eine entscheidende Komponente in deinem Business. Wenn du nicht da bist, was kreierst du? Wessen Business kreierst du dann? So, da möchte ich euch wirklich einladen zu gucken. Und ihr kennt das aus dem Buch, das Werkzeug leicht und schwer. Wenn euch jemand was sagt, euch Ratschläge gibt oder euch Inspirationen gibt, was ihr machen sollt, spürt rein zur Wahrheit. Kreiert es für dich mehr. Kreiert es mehr Raum. Ne? Schau, okay, wenn ich das wähle, wie wird mein Leben in 5 Jahren sein? Wähle ich das? Wie wird mein Leben in 5 Jahren sein, werde ich das nicht? Stimmt es für mich? Welche Informationen brauche ich hier noch? Na, was, wenn ihr beginnen könnt, euch zu vertrauen mit dem, was ihr wisst über euer Business? Und letztendlich, ihr habt es ins Leben gerufen, so euer Business ist zu euch gekommen. Ihr habt Fragen gestellt und gesagt, okay, I go for it, I'm motivated, ne, das macht mir Spaß. Wie wäre es, wenn du täglich dein Business befragen könntest? Hey Business, was ist heute zu tun? Wo darf ich meine Aufmerksamkeit hinlegen? Und ich möchte euch wirklich einladen zu gucken, stimmt's für euch, euch auf eine Sache zu fokussieren, die Scheuklappen aufzusetzen und das zu machen? Wenn du ein Humanoid bist, und das sind wahrscheinlich viele, die heute hier dabei sind, bist du jemand, der gerne 100.000 Sachen zugleich macht, am letzten Drücker irgendwo hinkommt, Veränderung liebt, gerne auf Reisen ist, ne, einfach chaotisch ist, ne, so alles zugleich. Und dann bist du happy, ne? So, dann sollst du dich strukturieren, ABC laufen. ABC, ABC, ABC. Ist es wirklich etwas, wo alles in dir schreit, juhu, oder merkst du nach 3 Tagen, oh mein Gott, wie soll ich das zu Ende bringen? So, kein richtig, kein falsch, spür einfach, wo geht für dich der Raum auf? Glaubt mir nichts, spürt für euch selber, was ist wahr für mich hier, ja? Und zu gucken, okay, cool, so, das ist es nicht. Was ist es für mich? Und das kann sich auch alle 10 Sekunden verändern, ja? So. Was weißt du über dein Business? Was kommuniziert dein Business mit dir? Und ja, welche Zukunft kreierst du mit deinem Business? So, was nimmst du da wahr? Und was sind die verrücktesten Ideen, die du hast, die du nicht umsetzt, weil alle anderen sagen, das funktioniert so nicht, ja? So, was, wenn du die trotzdem ins Leben bringen kannst und schaust, okay, Wahrheit. Funktioniert die Idee nicht? Wie wird mein Leben in 5 Jahren sein, wenn ich sie umsetze? Wann ist dafür was zu tun? Und die zweite Sache, die ich euch auch einladen möchte, zu gucken, ist, ein Ideenbuch euch anzulegen. Ihr kennt das aus dem Joy of Business auch. Zu gucken, ganz oft haben wir 100.000 Ideen und wir denken, ah, muss ich alles jetzt umsetzen? Macht euch ein Buch, schreibt auf, was die Idee ist und sagt der Idee, lass mich wissen, wann die Zeit für dich reif ist. Und wenn du eine Idee hast, kannst du fragen, okay, jetzt oder in der Zukunft? Zukunft, okay, wann ungefähr? Ne, so, das ist das Geniale. Bei Access Consciousness arbeiten wir ganz viel mit Fragen. Oh, gerade merke ich, sind vielleicht Leute im Zoom, die mich gar nicht kennen? Sollte ich mich vielleicht mal vorstellen? Das ist so typisch. Ich, zack, lass uns reinspringen. Leben macht Spaß, Business macht Spaß, Sein macht Spaß. Aber vielleicht kennt ihr mich gar nicht. An dieser Stelle, nach einer halben Stunde, mein Name ist Simone Zücke. Ich bin ein Access Consciousness Certified Facilitator, seit neuestem auch Being You Facilitator und ich muss euch sagen, die Energie hat extremst viel für mich eröffnet und gibt mir so viel mehr Gewahrsein über mich selber,
was der Unterschied an mir ist, ja? So wie anders wir oft funktionieren als jeder andere, ja? So überall, wo ihr euch versucht, euch gleich zu machen. Was, wenn ihr anerkennen könntet, hey, ich bin ganz anders, ich bin nicht falsch, ich bin einfach mega anders. Was ist mit diesem Anderssein alles möglich? So, wann habe ich es kennengelernt? 2014 hatte ich meinen ersten Barskurs und ich bin tatsächlich auch über mein Business zu Access gekommen. Ich war damals in einem Network Marketing, habe alles gemacht, wie man das richtig macht, ne? Habe meine Gespräche jeden Tag gehabt, habe alles gemacht, voll motiviert. Ich war von der Firma motiviert, von dem Produkt, von alles, wo ich denke, yes, that's mine. Und habe echt, ich habe das 1, 2, 3 gemacht, wie man das machen soll, um erfolgreich zu werden. Nach 3 Tagen dachte ich, oh mein Gott, ich will mit keinem mehr reden. Und habe auch so gemerkt, ich habe Leute nur noch kennengelernt mit dem Hintergrund, werden die irgendwann in ein Business einsteigen, werden wir irgendwann Geld bringen, merke ich so, das bin nicht ich, das hat mit mir nichts zu tun. Ich möchte nicht Menschen kennenlernen, um zu gucken, was ich aus ihnen rausschlagen kann irgendwann mal. Ja? Meine ganz persönliche Geschichte. Merkt, da hatte ich so in mir so einen kleinen Zwiespalt, so diese Zwiespalt, was du machen sollst, was richtig ist und zu gucken, was funktioniert für mich, wie funktioniere ich? Ist es etwas, was mir Spaß macht? Und ich habe dann zwar 35 Partner gehabt, aber die waren alle direkt, ja? Geld verdienen tust du ja im Network Marketing erst, wenn es in die Tiefe geht, wenn du Partner hast und Partner, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und ja, die in die Tiefe, das kam halt nicht. Das heißt, das mit dem Geld hat nicht so funktioniert. Und dann dachte ich, ja, das gibt's nicht. Ich bin so begeistert, so motiviert. Es ist einfach nicht meine Realität, dass es irgendetwas geben soll, was ich nicht kann. Dann habe ich angefangen, Fragen zu stellen. Wo ist diese verdammte Erfolgsbremse? Irgendwo hakt's bei mir. Was ist das, ja? Und dann sagt eine Freundin zu mir, komm doch mal zum Barskurs. Und ich war an dem Punkt wirklich verzweifelt genug. Ich habe da schon ein Jahr von meinem Partner gelebt. Also er hat alles finanziert und merkst so, das ist nicht meine Realität. Ich brauche eigene Moneten, eigenen Knaster hier. So, ich bin gern frei und unabhängig. Und das war auch eine Erfahrung im Empfang. Aber auf Dauer merke ich so, hey, eigenes Geld funktioniert für mich besser. Ja? Und dann sagt sie, komm doch mal zum Barskurs. Und ich war wirklich verzweifelt genug, alles auszuprobieren. Komm dahin und hatte diesen Tag von, wow, ich kann mich wie heute erinnern, wie ich da abends am Boden im Türrahmen gesessen bin, völlig glückselig, in einem Frieden und in einem Space, wie ich es in diesem Körper noch nicht erlebt habe und wusste, da hat es mehr, ja, da ist mehr. Und 6 Wochen später war ein Foundation und ich war gewillt, alles zu sein und zu tun und wirklich meinen Hintern hochzubringen, um das Geld dafür zu kreieren, dass ich dabei sein kann. So, das ist jetzt 4 Jahre her. Hättest du mir vor 4 Jahren gesagt, wie mein Leben heute aussieht, hätte ich gesagt, ja, das können die anderen, aber ich sicher nicht, ja. Und dafür möchte ich euch ermutigen, wirklich zu gucken, für euch zu wählen und weiterzugehen. Wenn ihr weitergeht und weitergeht und weitergeht. Egal was ist, wenn du immer wieder aufstehst, weitergehst, drauf vertraust, das Universum ist für dich da, das Bewusstsein ist für dich da, die Erde ist für dich da, es sind so viele Wesen um uns herum, die uns beitragen möchten. Das Einzige, was wir zu tun haben, ist wirklich danach zu fragen und dann gewählt sein zu empfangen. Zu fragen und gewählt sein zu empfangen. Wie oft fragen wir nicht, weil die Schlüsselung schon da ist, naja, das geht eh nicht, das ist schwierig. Oder, ne, brauche ich gar nicht fragen, kriege ich sowieso nicht. Was auch immer du denkst, du wirst recht haben. So, wenn du fragst, sagst, okay, cool, was sind die unendlichen Möglichkeiten für mich im Business? So, jetzt habe ich viel geredet, nur so einen kleinen Einblick, um euch mal zu die Chance zu geben, wer ich bin, wie ich dazugekommen bin, was es für mich gemacht hat und ja. Was sind eure Fragen? Was hat euch dazu bewogen, beim Zoom hier mit dabei zu sein? Okay, dann mache ich mal den Anfang. Ja, eben, das geht natürlich dann schon so, sei die Frage. Und da geht es ja um einen selbst. Sei du selbst, sei die Frage, wie denn das ins Business einfließt. Binde ich das Business oder, ja, wie muss ich mir das vorstellen, so ein Being You Business Kurs? Es geht wirklich zu gucken, mehr und mehr, dass du selber sein rauszukitzeln, zu sehen, wo bin ich, wo versuche ich jemand anders zu sein, wo versuche ich perfekt zu sein, ne, so
Und du bist nicht dein Business, ne? So, dein Leben ist dein Business, aber nicht du. Wenn du dein Business bist, das machen auch viele, dann wirst du immer abhängig sein. Ne? Dann klingeln die Leute nachts um 4 raus und dann musst du parat stehen. So, du kreierst dein Business, ne? Du bist da die zündende Kraft, aber du bist nicht das Gleiche wie dein Business. So, und ich kann euch keine Antworten geben. Ich kann euch nur einladen zu spüren, wenn du mehr du bist und dann mit deinem Business in einer Kommunikation bist. Und wir schauen, also ich bin dann neben Being You Facilitator, auch Talk to the Entities Facilitator, Joy of Business Facilitator. Das heißt, wir können eine richtig geile Kombi machen, zu gucken, was ist das, was dein Business von dir möchte? Was ist das, was du wahrnimmst, das vielleicht völlig anders ist, als jeder Coach es dir jemals bestätigen würde? Und das finde ich das Geniale bei Access. Da stellen wir Fragen, um zu schauen, was ist das, was du weißt? Dann eröffnet sich ein neuer Raum und das Universum wird euch was Neues liefern, ja? So was, wenn es im Business nicht um Antworten geht, sondern im Business auch um Fragen gehen kann? Hilft es? Also ist auch hier das schlaggebende Tool sei die Frage. Ja, Frage, Wahl, Möglichkeit, Beitrag sind die Komponenten, wie du alles kreierst in deinem Leben. Dein Business, deine Beziehung, dein Körper, alles. Frage ist eine Komponente. Du kannst 100.000 Fragen stellen, wenn du keine neue Wahl triffst, wirst du nichts Neues erreichen. Du kannst 100.000 Fragen stellen, wenn du nicht gewählt bist, einen Beitrag zu sein und zu empfangen, wird sich was verändern. Ne? So, es spielt alles zusammen. So. Und das ist ganz cool, weil der Gary Douglas, der Gründer von Access Consciousness, oft sagt, ne, wird manchmal gefragt, ja, was ist das neueste Tool oder sag mir das wichtigste Tool von Access. Ne, so, und er so, ihr seid so bescheuert. Wieso haben wir so unendlich viele Tools, wenn du nur eins verwenden möchtest? Für mich ist es so wie, wir haben einfach verschiedene Schlüssel. Ne? So, und egal, wo du stehst, merkst, ah, da haben wir die Tür. Welcher Schlüssel passt? Ah, der passt nicht. Ne? Da verwendest du ein Werkzeug, kommst du bestimmtem Dings oder kommst nicht weiter, merkst, okay, das verändert nichts, welches kann ich noch verwenden? So immer, wo ihr die Dinge linear machen wollt, schaut mal, was, wenn nichts linear ist? Was, wenn es nicht 1:1 ist? Oder, ne, so, was, wenn A nicht zwingend zu B führen muss, sondern A auch zu Z führen kann oder A zu weiteres A und noch ein Arm, dann kommst du zu Y. Ne, so, was, wenn ihr nicht linear seid, sondern alles chaotisch ist und euer Business auch chaotisch sein darf und ihr ein perfektes Match füreinander seid? Und wirklich zu gucken, was kannst du empfangen? Welche Fragen kannst du stellen? Wie viel mehr kannst du die Tür zu dir öffnen, um mehr Klarheit zu haben, was wirklich für dich stimmt und wahr ist? Und was ich merke, ne, so dieses, ich habe gestern einen Quote gemacht, wie oft glaubt man, wenn du selbst bist, wie oft haben Leute dich als egoistisch bewertet? Wie viele Dinge wählst du für dich nicht, wenn andere sagen, du bist egoistisch, aber wenn du nicht für dich wählst, wählt keiner für dich. Ein anderer wählt für sich, der wählt nicht das Beste für dich, weil er keine Ahnung hat, was für dich das Beste ist. So, alle Erwartungen, die ihr habt, dass andere das für euch erfüllen sollen, was ihr euch nicht geben wollt, das funktioniert so nicht. Ja? Na, wir müssen für uns selber gucken, was ist das, was ich hier in der Welt kreieren möchte? Und da auch wirklich gemeinsam 2,5 Tage zu schauen, was ist es, was du in der Welt kreieren möchtest? Wo für dich der Raum, wo du merkst, yes! Und spür mal rein, wenn du inkludiert bist, wie viel leichter geht's? Oder geht's schwerer? Ich meine, ich möchte euch da nichts im Mund legen. Was ich nur oft merke, oft versuchen wir, haben wir ganz viele biometrische Nachahmen, dass du es versuchst, wie die Eltern es gemacht haben, wie du es woanders siehst. Da siehst du, ah, die sind erfolgreich. Aber was, wenn kein Business ist wie das andere? Was, wenn kein Körper ist wie der andere und kein Wesen ist wie ein anderes? Sondern wir alle verschieden sind mit allem. So, welcher Cocktail an Möglichkeiten bist du? Umgib dich, den sonst keiner wahrnehmen kann, der nur für dich da ist, ja? Und das rauszukitzeln, da einzutauchen, da zu empfangen, zu schauen, yes! So, welche Veränderung seid ihr in der Welt, ne? Welcher Unterschied seid ihr alle in der Welt? Der nicht zum Tragen kommt, weil ihr versucht, es richtig zu machen, weil irgendjemand sagt, so musst du es machen, ja? So. Cool. Habt ihr weitere Fragen? Nicht alle aufs Mal. Ich habe dann noch eine Frage. Ja, gerne.
Und zwar eben, ich mache schon ziemlich lange mit diesen Fragen und das funktioniert wirklich genial. Und dann habe ich mich angefangen zu öffnen für diese, eben, dass ich auch empfange. Und neben meinem Business, meinem Coaching-Business, habe ich gesagt, okay, ich werde trotzdem schauen und mich öffnen auf andere Möglichkeiten, da ich auch vielleicht eben mehr Geld kreieren kann und so weiter. Was passiert ist, auf einmal habe ich so viele verschiedene Angebote bekommen und ich habe ein paar davon angenommen und jetzt habe ich gemerkt, jetzt ist zu viel. Jetzt machen manche Sachen nicht mehr Spaß. Ich muss mich zu manchen Sachen zwingen. Ich merke, ich bin müde. Wie sollte man jetzt mit dieser Situation umgehen, wenn eben irgendwelche Sachen machen keinen Spaß mehr, aber man hat zugesagt? Darf ich dich was fragen? Ja. Möchte dein Business Mitarbeiter haben? Eigentlich mein Business sagt mir ja nö. Ist das dein Business oder dein logischer Verstand? Ne, logischer Verstand sagt mir, ey, das wäre doch geil mit einem Team. Okay. So, was ist die Inflation? Ne? So alles, was du da schon beschlossen hast, schau, wenn das alles nicht wahr wäre, welche Inflation könntest du, ne, so welche Fragen, wie viele Fragen stellst du in der Situation? Oder hast du beschlossen, alles zu viel? Und schau auch, wer bist du da, wenn alles zu viel ist? Bist du da du selber? Für wen ist das alles zu viel? Ist das wirklich für dich zu viel? Machst du zu viel oder machst du zu wenig? Also das ist wirklich zu viel. Ich mache jetzt 9 Projekte auf einmal und ich habe eben gemerkt, 3 davon machen mir ja wirklich jetzt null Spaß. Das war am Anfang Spaß, aber jetzt muss ich eben Sachen machen, die mir nicht so passen und... Ja, dann schau, okay, cool, dann frag diese 3 Business, okay, cool. Wie soll es dann weitergehen? Wollt ihr sterben? Muss ich hier jemanden hinzufügen? Welche Fragen kann ich hier stellen, um hier mehr Klarheit zu kriegen, ja? Aha, ja klar, natürlich. Na, wir gehen immer so nach richtig und falsch. Ah, das kann ich nur nicht, dann ist es falsch, weiterzumachen. Na, stell da mal Fragen. Wann ist die Zeit? Muss es ruhen? Musst du in allem neuen Businessen gleich viel Energie und Zeit drin haben? So wie wärst du, wenn du morgens, wenn du aufstehst, und sagst, okay, cool, was bedarf heute meine Aufmerksamkeit? Und was du dir jeden Morgen fragen könnt, was... Wen oder was kann ich meinem Business hinzufügen, das mir mehr Spaß und mehr Geld bringt, ja? Ja, das ist jetzt ja lustig, wenn du das sagst. Ich rede immer mit meinem Business, mit meinem Coaching-Business, aber ich habe nie mit diesen anderen Projekten geredet. Ne, bei den anderen ich Projekten? Ich habe da gar nichts gefragt, also danke schon für diesen Input. Ne, schau da, bei den anderen Businesses, cool, braucht es da vielleicht jemanden, einen Student, der bestimmte Dinge übernimmt, die dir keinen Spaß machen, die für dich zu langweilig sind? Gibt es irgendwelche Systeme, die du in Platz setzen kannst, die was erledigen? Welche Fragen kannst du diesen Business stellen, um hier mehr Klarheit zu haben? Ah ja, klar. Danke, Simone. Und schaut auch, ne, so was, wenn ihr nicht alles zu Ende bringen müsst. Und auch schaut, manchmal ist es einfach cool, was anzufangen, um eine Energie, dass die Dinge ins Laufen kommen, ja? Ihr wisst alle Bescheid. Cool. Super, danke. Danke dir. Hat noch jemand eine Frage? Habe ich das eben richtig verstanden? Business ist nicht Business. Also ich kann innerhalb des Business diskutieren mit dem Vertrieb, mit weiteren Einnahmemöglichkeiten, mit dem Business-Teil Buchhaltung, mit dem Business-Teil, wo wollen wir heute hingehen, wo können wir einen netten, interessanten Kunden treffen und so weiter und so fort. Was, wenn du mit allem spielen kannst und es hier kein richtig und kein falsch gibt? Und trotzdem muss man erstmal die Idee haben, dass das geht. Das meinte ich damit. Ich habe immer bis jetzt mit Business genommen und habe gedacht, hey, warum geht es nicht vorwärts? Aber schau mal, diese Realität erzählt ja auch, du musst alles getrennt voneinander sehen. Da bist du der Mensch im Job, da bist du privat, da bist du, das bist du als Ehefrau, das bist du als das, ne, alles getrennt. So alle Barrieren, die habt, lass mal alle Barrieren senken. Was, wenn alles miteinander fließen, kommunizieren kann, in allen Richtungen sich beitragen darf, auch wenn es völlig unlogisch ist, ja? So was in dein Zähneputzen beitragen kann, dass dein Business, keine Ahnung, dein Buchhalter-Business wächst. Ne? Der Verstand kommt dann nicht mit, aber welche Fragen kannst du stellen? Ne? So, was sind die unendlichen Möglichkeiten? Was, wenn hier keine Frage zu blöd ist?
einfach guckt, was wird Spaß machen zu fragen und wirklich zu gucken, was können sich alle Bereiche beitragen, was du nichts getrennt siehst. Faszinierend. Cool. Und schau mal, ein unendliches Wesen, ist es Boxen oder ist es einfach alles und die Energie fließt? Was, wenn dein Business genauso unendlich ist, wie du das bist? Dann haben wir beide Schwierigkeiten. Wäre es schwer oder wäre es leichter? Wer dir gewählt, so ein Business zu haben? Klar. Aber es ist ja schwierig für dich, oder? Allerdings also Schwierigkeiten hast du gesagt, Gäbe. Es sind neue Gedankengänge, mehr nicht. Das war nicht in meinem Blickfeld. Das ist das Geniale, dass man einfach, und ich persönlich liebe das, mit Fragen in allen möglichen Richtungen zu spielen und zu gucken, wo kann man noch? So, schaut einfach, was ist das, was für euch Spaß macht, was ihr vielleicht noch nie entdeckt habt, weil du versuchst, die Dinge richtig zu machen, weil du es machst, wie es jemand anders macht. Und das ist das Being You in Business. Wie verrückt kannst du sein, dass es dir Spaß macht? Und da, wo für dich Freude inkludiert ist, da folgt Geld und ne, schau mal, was ist für dich Erfolg? Und nicht, dass du es definierst und einfach schaust, welche Energie ist das für dich? Wo merkst du, oh, that. Gibt es noch eine andere Ebene, die ich, weil ich noch sehr frisch dabei bin, noch nicht entdeckt habe, weil ich habe wahrnehmen dürfen, dass ich ohne Fragestellung Sachen einfach auftauchen, die irgendwo mal vielleicht als einen kleinen Gedanken gewesen ist. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich habe gedacht, ich müsste mal in Urlaub fahren, nichts weiter, keine Frage, keinen weiteren Gedanken, nur so mal. Und irgendwann fragte dann mein Kunde, gibt es eine Möglichkeit, dass Sie mit mir nach Cadiz fliegen? 5 Tage, 5 Sterne, ich mache alles, bloß Vormittag müssen Sie für mich arbeiten. Ich habe aber keine Frage gestellt. Und solche Sachen passieren mir öfter, ohne Fragen. Stimmt es. Fragen stellen heißt nicht, dass du drüber nachdenkst, ne? Wie sehr ja. Seid ihr die Frage, was ihr noch nicht anerkannt habt? Und das ist ein perfektes Beispiel. Danke, dass du das sagst, Sieglinde. Wenn ihr keine Signifikanz habt, in dem was rauskommen soll, einfach, oh, das wäre mal nett, dann, ne, kannst du alles neu arrangieren und dann empfangen natürlich. Was wir oft im Business gelernt haben, du musst dein Ziel fokussieren und dann hast du das so solides, so fix, so soll das aussehen, ja? Alle anderen Möglichkeiten, die da kommen, wirst du nicht sehen. Und das ist ein super Beispiel für, wenn du es nicht solide, nicht drüber nachdenkst, wie das kommen soll, einfach, oh, das wäre nett. Okay, pick. Nett, bitteschön, hier hast du dein nett. Ne? Das, wonach ihr fragt, das ist nicht immer aus der Frage formuliert. Ganz oft kreiert ihr auch alles aus euren Schlussfolgerungen raus, was ihr glaubt, was nicht funktioniert, ja? Da stellt sich auch nicht die Frage, wie kann das alles nicht funktionieren, ne? Da bist du einfach eine Energie, die das kreiert. Und mit dem Urlaub warst du eine Energie, okay, das wäre nett, ne? Warst du gewählt, da eine Tür aufzumachen für Urlaub. Und das ist es. Alles, was ihr da signifikant macht, treibt es oft viel weiter von euch weg, anstatt einfach, okay, cool, das wäre nett, hätte ich gern. Was brauchst du, dass es schneller da ist, als ich mir vorstellen kann? Und dann lass es sausen wieder, ja? Mhm. Cool. Dankeschön. Gerne. Und das ist es auch, ne? Dieses Being You. Es ist nichts fix, du selber sein. Wie oft hast du gelernt, du bist auf der Suche nach dir selber. Du musst irgendwas suchen, nach einem definierten Du Ausschau halten. Was, wenn nichts definiert ist? Weder du noch dein Business, sondern ihr alle 10 Sekunden wählen könnt und schauen könnt, was jetzt, was jetzt, was jetzt, was jetzt. Wir kreieren uns täglich neu. Und auch dein Business. Wie wäre es, wenn sich es täglich neu kreiert? So, und eins der Sätze, das er auch bestimmt schon kennt, ist, ne, wenn du morgens aufstehst, zerstöre und kreiere alles, was dein Business bis gerade eben noch war. Alles, was du bis gerade eben noch warst. Das heißt, dass du jeden Tag von frisch anfängst und keine Referenzpunkte zu dem hast, was bis gerade eben noch war. Ja? Ich mache das immer abends. Morgens? Mach's abends, mach's morgens, Okay. Also ich fand das auf jeden Fall falsch. Nein. Für mich stimmte das, ich mache das abends als letztes. Ja, auch gut. Mach's morgens, mach's abends, wie es dir in den Sinn kommt. Mach's beides mal, was auch immer. Cool. Habt ihr noch weitere Fragen? Also geht es eigentlich darum, dass wir die Frage stellen oder den
dass wir das loslassen, dann können wir es auch empfangen, wenn wir bereit sind zu empfangen. Aber dass eigentlich die Schwierigkeit oder die Barriere eigentlich das ist, dass wir es nicht loslassen. Was ist deine Frage? Also es geht eigentlich darum, dass wir, wenn wir eben das Beispiel Urlaub jetzt bei der Sieglinde, weil sie nicht mehr daran gedacht hat, sie hat es wirklich losgelassen. Sie hat es in den Raum gestellt, losgelassen und deshalb hat es die Möglichkeit zu kommen, zu empfangen. Aber wir dann oft uns selbst blockieren, indem wir immer wieder daran denken und es eigentlich gar nicht loslassen. Nein, ich habe es gestern, ich glaube gestern oder vorgestern ein Buch gelesen, wo es Dane beschrieben hat. Das ist, du sagst was, du säst deine Pflanze, deinen Samen und dann am nächsten Tag, ne, du gießt und wässerst das, am nächsten Tag, wo du so ausschaust, bist du schon gewachsen, noch nicht. Setzt es wieder ein, machst Dings drauf, wässerst es wieder. Tag später buddelst du wieder aus, schaust nach dem Samen, immer noch nicht gewachsen und denkst, das ist, wenn wir nachher fragen und immer schauen, ist es schon soweit, ist es schon, ne? So, wenn du so drauf erpicht bist, kommt's jetzt, ah, wächst da jetzt schon was. So. Ja, und das ist, wenn die Dinge signifikant macht, das muss jetzt auf eine bestimmte Art und Weise so und so aussehen, dann treibt es ihr weg und hindert es am Wachstum, ja? Wie wäre es wirklich. Und deswegen ist es cool, danke für deine Frage nochmal, Caroline, wenn ihr mehrere Projekte habt, ne, so viel, dass ihr es eben nicht mehr kontrollieren könnt, dann könnte eine Frage sein, okay, für was ist heute was zu tun? Ah, das, da muss ich etwas machen. Gut. Was ist dafür zu tun heute? Und dann können die anderen vor sich hinwachsen erstmal. Ne? Es braucht nicht alles gleich viel Zeit, gleich viel Energie und jeden Tag eure volle Aufmerksamkeit. Beantwortet das deine Frage? Cool. Cool. Sind da noch mehr Fragen? Dann wirklich in diesen 2,5 Tagen, da werden wir schauen, was sind eure Businesses? Was ist das, wo du glaubst, das bist du, was du vielleicht gar nicht bist, ja? So, das ist auch oft noch spannend, wo ich sehe, wo die Leute sagen, ja, das bin aber ich. Dann hast du eine Schlussfolgerung. Was, wenn das alles nicht du bist und du was ganz Neues für dich wählen kannst, das dir vielleicht sehr viel mehr Spaß macht, ja? So, dazu möchte ich euch einladen, wirklich mehr und mehr zu dieser Quelle zu kommen, die euch zur Verfügung steht, die ihr seid, ja? Cool. Coolio. Ja, wenn ihr keine Fragen habt. Und wie gesagt, in so Kursen, ich kann das auch nicht definieren im Vorfeld, was sich zeigen wird. Das liegt an den Teilnehmern, an euren Fragen, welche Gruppen sich finden. So, ich bin selber super gespannt, was ihr mitbringt, ne? Welche Fragen ihr mitbringt, welche Türen wir öffnen können für euch, welche Co-Kreationen vielleicht auch möglich sind. So, I'm excited. Und ich kann euch sagen, die Being You-Energie ist extremst stark. Und ja, so, was können wir da gemeinschaftlich empfangen? Welche Fragen können wir stellen? Und welche neuen Ideen möchten da vielleicht auch ins Leben purzeln in der Gruppe? You never know. Okay, ihr Lieben, vielen Dank für euch. Das war cool. wenn da weitere Fragen sind, lasst es uns wissen. Ne, wir haben diesen Being You in Business vom 16. bis 18. November, habe ich das richtig im Kopf? In Frauenfeld? Genau. Organisatorische Fragen kann die Nadja perfektest beantworten. Ihr könnt online dabei sein oder live für die 2,5 Tage. Und ihr könnt auch wählen, nur beim Intro dabei zu sein, um so einen kleinen Einblick nochmal zu kriegen. Ja, spüren wir mal. Wie wird dein Leben in 5 Jahren sein? Wie wird dein Business in 5 Jahren sein, wenn du damit dabei bist? Und wie wird es sein, wenn du nicht dabei bist? Und wenn du merkst, boah, der Raum geht auf, dann schaust du dir leisten kannst, nicht dabei zu sein. Aber das müsst ihr für euch entscheiden. Es gibt hier kein richtig, kein falsch. Ich kann euch nur einladen, für euch zu wählen und das zu eröffnen, was ihr wirklich wisst und was ihr wirklich drauf habt, was ihr euch vielleicht nie hättet vorstellen können. Und glaubt mir, das ist was ich gut kann. Mehr rauskitzeln aus dem, was du dir jemals für dich selber hättest vorstellen können. Und mir macht es unendlich Spaß zu sehen, wie ihr entdeckt, hey, I'm a powerhouse, ich kann alles machen, mir gehört die Welt, ich kann alles erschaffen. Und das ist das, was über euch stimmt, ja? Nicht, dass ihr zu blöd, zu klein, zu wenig, zu bla bla seid. Ihr könnt alles.
Und ne, auch dann zu gucken, welche Komponenten kann ich hinzufügen, damit es sich expandieren kann. Okay, ihr Lieben, das hat Spaß gemacht und ja, vielleicht sehen wir uns schon bald in Frauenfeld oder im Zoom. Und wie gesagt, lasst es uns wissen, wenn auch offene Fragen sind. Und das Recording schicken wir hoffentlich per Mail. Wenn das eine Frage noch. Heute Abend lesen wir Buch nicht, ne? Oder? Um 10. Aha, auch noch. Okay, weil da auch noch keine E-Mail gekommen ist. Das ist ja alles. Das ist immer derselbe Link. Habt ihr in der Gruppe. Okay. Danke, dass ihr mit dabei wart. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir da mehr für euch eröffnen können. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ja.